Hallo und moin moin, heute wieder zu einem neuen Video von mir, und zwar geht es heute um die All-in-One Wasserkühlung von Corsair, die H115i. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Kompakt-Wasserkühlung aus dem Hause Corsair, wie schon anfangs erwähnt, mit einem 280mm Radiator, zwei PWM gesteuerten Lüftern, einem Kühlblock mit integrierter Pumpe, einem Link-USB-Kabel und reichlich Zubehör, wirklich viel Zubehör. Das Paket stimmt eigentlich. Für 150 Euro, knapp 150 Euro, ist es zwar kein Schnäppchen, aber dafür bekommt man eigentlich auch eine relativ gute Kühlung, wenn dann nicht die super lauten PWM gesteuerten Lüfter von Corsair wären, weil die Dinger sind, boah, Ohrenschmerzen. Ich habe jetzt auf meinem System, zeige ich euch gleich, zwar die Be Quiet drauf gemacht, die Silent Wings 2, die um einiges leiser sind, die bei 1020 Touren wirklich kaum hörbar sind. Bei den Original Corsair Lüftern, die gingen bis 2200, 2300 Touren, also auf maximal, war nicht auszuhalten, absolut nicht auszuhalten. Und die Kühlleistung war auch nicht besser als wie mit dem Be Quiet Silent Wings 2. Ich hole euch mal einen Karton, ich zeige euch mal, welche ich meine. Shadow Wings, Entschuldigung. Ich meine die Shadow Wings. Die sind wirklich schön leise. Die Kühlleistung in kein, aber wirklich kein Stück geringer als wie die Originallüfter, die dabei waren, nur um einiges leiser. Corsair gibt an, auf der Internetseite 40 Dezibel, das ist gelogen. Das stimmt nicht, das ist viel lauter. Aber jetzt habe ich leider die Originallüfter schon demontiert und auch weggegeben. Die hat jemand gebraucht, die habe ich hier verschenkt, weil sowas will ich bei mir nicht haben. Die sind viel zu laut. Trotz alledem ist das eine wirklich sehr schöne Pumpe mit wirklich genug Kühlreserven. Auch wirklich einfach aufzubauen. Hier ist eine einmal Garantie, ist klar, wie jedes Teil. Und eine schöne, wirklich leicht verständliche Anbauanleitung. Wirklich sehr leicht verständlich. Ach so, wenn einer sich jetzt nach einem 4-Sockel holt, also sprich Ryzen CPU, braucht er eigentlich ein neues Retention Kit. Hier zum Beispiel noch für AM3 dabei, 3 Plus, F1, F2, FM1, FM2, AM1, 3, alles dabei, Intel, alle Sockel. Der muss auf der Corsair-Seite gehen und kann das aus Übersee, kriegt er das, das kostet irgendwie noch 5 Dollar, 5 Euro und kriegt das dann zugeschickt. Also leider so wie bei den Noctua Luftkühlern zum Beispiel. Da kriegt man das Retention Kit. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber da gab es eine Zeit lang das Retention Kit umsonst dazu. Hat man nur seine Seriennummer eingegeben und zack, hat man das Retention Kit für AM4 gekriegt. Ist bei Corsair leider nicht. Aber dafür hat zum Beispiel die H110 oder 100, müsste ich gucken, schon den passenden AM4 Aufsatz dabei. Was bei der größeren leider nicht ist, versteht einer, wer will, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist dieses Set geeignet für Intel, ja, L50, L55, L56, 1366, 2011, 2011-3, AMD, AM2, AM3, FM1, FM2. Hier steht zwar nicht drauf, auch der 1151 ist kompatibel, auch wenn es nicht hier drauf steht, weil ich habe den schon mal bei meinem Sohn eingebaut, um zu sehen, wie weit wir seine CPU, weil die übertaktet ist, runterkühlen damit. Und er passt wunderbar, das hat keine Vor- und keine Nachteile. Die Software, die dabei ist, ich kann sie ja mal öffnen kurz. Jetzt kann man natürlich, ich zeige euch das gleich mal in näheren Details, weil kann man schlecht sehen.
Die Software ist eigentlich ganz gut, die liest wirklich alles aus, was man auslesen kann und muss. Sie sagt sogar die Temperatur von der Flüssigkeit, die da drin ist. Hier wäre sie zum Beispiel jetzt bei, Moment, gehen wir auf Konfigurieren, Moment. Habe ich jetzt zu viel versprochen? Nein. Grad, wir stellen wir zum Beispiel jetzt die Wassertemperatur in diesem Kühlerset, was nicht schlecht ist, aber diese Software ist teilweise sowas von ressourcenhungrig, dass das mein System auf 50-70% auslastet. Trotz mehrmaligen Updates, weil es ist jetzt schon zig Updates gekommen für die Corsair Wasserpumpe, ist auch alles schön und gut, hat sich auch stark verbessert. Leider ist es aber immer noch teilweise der Fall, dass das Ressourcen, also beim Task Manager immer noch 50-80% angezeigt wird. Es kann an der Software liegen, es kann aber auch an dem Windows 10 liegen. Dann, was die Pumpe noch gut kann, wenn man das jetzt eingestellt hat, so wie man es haben will, Lüfterdrehzahl und, die Farben, ob es blinkt, ob es Warnung und, geht man hier hin unter Option, Gerät und kann diese aktuelle Einstellung direkt auf dem Gerät speichern, weil das wird wohl interne Memory haben. Sobald man sein System neu machen muss oder die Pumpe ausbaut, in ein anderes System einbaut oder sonst was, übernimmt die automatisch die Einstellung von dem, was man vorher gespeichert hat, was ich ganz gut finde. Jetzt sind wir bei der Firmware-Version 2.8.00. Das ist die Firmware-Version und von der Software, das zeigt er mir natürlich nicht, ne? Welche Version wir da schon haben? Oh, da sind wir schon einiges weiter, meine ich. Schade, ich habe gedacht, es war schon irgendwas in die 4er, 5er-Version. Für 150 Euro ist es ein schönes Set, muss man ehrlich sagen. Ist auch viel dabei. Nicht umständlich, ist wirklich super einfach aufzubauen, nur die Lüfter. Die Lüfter, die sind meiner Achtens für so ein Set von 150 Euro kann auch Corsair anders, weil Corsair hat bessere Lüfter im Programm und warum sie den nicht stehen auf den, weil das ist das größte All-in-One-Set von Corsair, was man im Moment kriegen kann und hat, da finde ich aber auch die schlechtesten Lüfter und das kann irgendwo nicht sein. Deswegen kaufen würde ich es mir wieder, aber nur mit der Option mit anderen Lüften. Wenn ich jetzt andere Lüfter, wenn ich jetzt aber daran denke, das kostet 150 Euro. Vernünftige PWM-Lüfter kosten das Stück auch zwischen 15 und 20 Euro das Stück. Und ich muss mir noch zwei Stück davon holen. Dann bin ich wieder bei 40, bin ich bei 190 Euro. Für 190 Euro kriege ich schon eine Custom-Wasserkühlung, die wesentlich leiser ist, leistungsstärker und wirklich individuell angepasst werden kann. Deswegen, sowas ist eigentlich auch nur für Leute gemeint oder gedacht, die Angst haben, selbst eine Wasserkühlung einzubauen, was super einfach ist, das habe ich auch schon gemacht, oder es mal auf die Schnelle haben wollen. Oder mir gefällt das System ja auch, es sieht auch schön aus, es ist schön anzusehen. Es macht schon was her. Aber für 150 Euro hätte ich gerne einen PWM-Lüfter dabei gehabt, die wesentlich laufruhiger sind und ja, das sind, ich finde, in dem Set sind es die billigsten Lüfter dabei und das ist schade und traurig. Hier hatte ich zum Beispiel jetzt die Be Quiet, die Silent. Die Shadow Wings, ach, hier komme ich immer auf Silent Wings, die Shadow Wings. Ich nehme euch jetzt mal mit und zeige euch mal, wie leise, oder ihr könnt hören, wie leise das ist. Es ist wirklich nicht laut. Moment. Ich muss einmal euch ein bisschen hier mitnehmen. So, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist hier nur mein Versuchsgehäuse, weil das ist eigentlich das Be Quiet Base 600, 800.
Das ist eigentlich viel zu klein für diese Wasserkühlung, weil die braucht einen Monsterplatz im PC-Innenraum. Und wie man hören kann, ist das jetzt maximale Leistung bei den Be Quiet Lüftern und man hört so gut wie gar nichts. Hier ist der integrierte Kühlblock. Hört man auch nicht die Pumpe, absolut kein Stück. Man hört kein Surren, kein Vibrieren, kein gar nichts, wirklich nichts. Und das wäre mit den Originallüftern, die jetzt hier drauf wären, zum Beispiel, das wäre absolut nicht auszuhalten. Und die drehen jetzt mit 1020 Touren und haben die gleiche Kühlleistung wie die Original mit über 2000 Touren. Das man auch nicht vergessen und das muss nicht sein. Ich zeige euch jetzt mal hier ungefähr, jetzt grob die Temperaturen. Also mal ein bisschen scharf stellen. So, wie ihr sehen könnt, sind das schöne Temperaturen. Und im Hintergrund laufen auch Dienste, also nicht, dass ihr denkt, das wäre jetzt absolut im Idle-Zustand, also ist schon optimal. Ich mag die Wasserkühlung, das einzige Manko ist die Lüfter und die sind nicht schön, wirklich nicht schön. Die sind optisch nicht schön und optisch sind sie nicht schön anzuschauen und von der Lautstärke sind sie noch weniger schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es sind meine ersten Videos, man möge mir ein paar Hasler oder Versprecher verzeihen. Ich schwöre, ich werde mich bessern. Ich werde auch meine Seite noch ein bisschen überarbeiten. Aber irgendwann muss man ja mal klein anfangen. Jeder fängt mal klein an. Und man, im deutschen Raum findet man so wenig über Hardware vom PC. Alles im englischsprachigen Raum. Und ich finde, man muss ein bisschen mehr Deutsch machen. Tja. Nächstes Mal will ich euch zeigen, und zwar bei meinem MSI Z270 Mainboard, das MSI Carbon Pro. Habe ich das Gefühl, ist bei mir ein der PCI Express mal 16 defekt, aber das erkläre ich euch beim nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche noch frohe Ostern, dicke Eier und ja, viel Spaß noch euch. Dankeschön.